So, da sind wir schon wieder beim nächsten Tipp für euch, nämlich die sogenannten Dungeons. Ich frage mich aber, warum die Dungeons genannt werden, weil in Anführungszeichen ist es entweder nur eine Grabhöhle, was ich bis jetzt gefunden habe, oder eine Trollhöhle. Wir stehen jetzt hier gerade vor einer Grabkammer. Grabkammern ist ganz simpel erklärt, wie der Name schon sagt. Eine Grabkammer, wo halt Tote damals beerdigt wurden, in Anführungszeichen, laufen halt Skelette rum und hast du nicht gesehen, sind halt Kisten drin verborgen. Man findet verschiedene Gegenstände, Bernstein, Bernsteinauge und so ein Gedöns. Und dann gibt es des Weiteren halt noch Trollhöhlen. Aber wie findet man die? Ganz ehrlich, man kann es nicht wirklich sagen, wie man sie findet, aber meistens sind halt vor den Eingängen Skelette oder sonstige Monster halt, die da rumpatrouillieren. Hier, die ist zum Beispiel jetzt richtig gut versteckt. Aber man erkennt sie halt wirklich, meistens geht es dann eine Treppe runter oder sonstiges. Hier, die zum Beispiel ist jetzt einfach hier so ein leichter Berg. Aber wie gesagt, es gibt welche, die gehen runter, es gibt welche, die gehen hoch. Aber ich würde sagen, wir reden auch nicht so lange. Gehen einfach mal rein, gucken uns das Ganze an, damit ihr ungefähr weißt, was ungefähr wisst, was euch erwartet. Achtet immer drauf. Ihr solltet halt wirklich, nicht wie ich gerade, fast am Verhungern, immer gucken, dass ihr genug Nahrung habt. Mit Schild am besten reingehen. Also so mache ich es definitiv, weil da halt Skelette auch drin sind mit Pfeil und Bogen. So kann man quasi einfach mit gezücktem Schild, mit Rechtsklick einfach durchrennen. Hier sind auch die gelben Pilze. Dazu hatte ich, werde ich, nee, hatte ich, nee, werde ich noch ein Video machen, weil diese Pilze zum Beispiel, ich verbinde es jetzt einfach hier drin, die Pilze respawnen. Also die Höhle ist zwar dann leer geplündert, wenn ihr einmal durch seid, aber die Pilze respawnen. Also wenn ihr mal wieder Pilze braucht, einfach eine alte Grabhöhle besuchen und schon habt ihr diese wieder. So, mal gucken, was hier sonst noch rumläuft. War nämlich schon mal drin gucken. Ah, oh, Geist. Geist ist nicht gut. Geist ist nervig. Ja, beim Geist muss man aufpassen. Einfach draufkloppen. Guckt immer, dass eure Ausdauer ziemlich hoch ist. Nicht, dass ihr bei einem Spawner landet. Weil dann habt ihr, wenn ihr Pech habt, ganz schnell 3, 4 Gegner. So, hier haben wir die Söftlingkerne. Aber dazu wollte ich gleich auch noch was machen. Weil die werdet ihr nämlich noch für verschiedene Dinge brauchen. So, wir gehen jetzt einfach mal ganz schnell durch. Also wenn man mal das erste Mal ist, mal sage ich jetzt mal ein bisschen nervös, wenn man hier durchgeht, aber wenn man mal 3, 4 Grabkammern mal leer gemacht hat, ist das Ganze eigentlich ziemlich simpel. So, holen wir uns die Knochenfragmente noch mit. Also ich sage jetzt mal ziemlich simpel. Ich weiß schon. Ja, guck, da ist er mit seinem Pfeil. Und ich habe nicht mein Schild gezückt. So, hier haben wir noch ein Skelett. Wir sind halt noch, jetzt nennt sich das Ganze Schwarzwald. Früher hat sich das Dunkelwald genannt, aber das Spiel hat es anscheinend geändert. Beziehungsweise die Übersetzung wurde geändert. Jetzt heißt es nämlich nicht mehr Dunkelwald, sondern Schwarzwald. Aber ist auch kein Problem, ändert ja nichts an dem eigentlichen. So, wir gehen weiter. Zack. Weil hier sind nämlich auch noch Kisten drin verborgen. Eigentlich. Also bis jetzt hatte ich in jeder Grabkammer hatte ich auch Kisten drin. Ihr seht schon, wenn ihr ein bisschen geübt seid, ist es eigentlich simpel. Aber beim ersten Mal bin ich hier ganz vorsichtig durch. So, die Türen immer offen lassen, damit man weiß, man war da schon. Ah, siehst du? Und der hier. Zack, zack, zack. Ihr seht ja drei Skelette, aber juckt mich nicht, einfach durchkloppen. Ah, das ist ein Sterne, aber ihr seht ja. Ich habe keinen Buff an oder sonstiges. Ich bin noch nicht mal ausgeruht, aber so schwer sind sie nicht. So, aber die scheint ein bisschen größer zu sein. Hier haben wir noch eine Chest. Wie ihr seht, noch ein paar Rubine. Gold haben wir auch noch gefunden, beziehungsweise Münzen. Ja, es gibt einen Händler für Münzen, aber den habe ich immer noch nicht gefunden. Sobald ich ihn aber gefunden habe, werde ich natürlich euch auch was zeigen darüber. Und ich weiß, dass man hier drin Wände abbauen kann. Warte mal, warte mal, wenn wir hier eh sind. Zack. Ja, kann ich schon durch. Ne. Weil darüber habe ich schon mal was gehört in einem Livestream. Aber so richtig doch nicht verstanden. So, was sind wir hier? Wie gesagt, die Türen immer offen lassen. Weil bei geschlossenen Türen weiß man wenigstens. Ja, ist gut. Zack. Zack.
Ja, komm, du wirst auch noch weggehen. Ja, zack. Federn holen wir natürlich mit. Pfeile auch immer mitnehmen. So, hier geht's runter. Das ist das erste Mal, dass ich sag ja, ich behaupte immer noch, man könnte hier weitergehen. Nein, hier aber nicht. Hm. So, genau, wieder hoch. Ding, 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 ding. Hier, die hatten wir schon. So. Ah, hier haben wir ein nettes Ding. Das nennt man einfach nur Geisterspawn. Wenn ihr den nicht kaputt macht, dann spawnt da die ganze Zeit immer wieder ein Skelett. So, hier haben wir auf dem Tisch noch ein Rubin. Was haben wir hier noch? Noch ein Bernstein. Nochmal Bernstein. Und hier unten, warte mal, weil hier übersieht man gern was. Hier liegen nämlich auch gerne so Perlen rum. Die habe ich im Stapel immer übersehen, aber diesmal scheint wohl keine hier zu sein. Dann haben wir noch eine Chest, nochmal 22 Münzen, nochmal ein Rubin. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Video. Also wie ihr seht, es ist kein Hexenberg, aber seid halt wirklich fit. Ich renne halt immer mit Heule und Schild rum, weil da kann man sich immer noch ein bisschen verteidigen, weil ihr werdet nicht wie ich jetzt da durchrennen. Außer gut, ihr wisst jetzt, wie es geht. Und dann würde ich mich bedanken schon mal dafür, dass du so lange zugeschaut hast. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Gerne auch ein Abo da lassen, wenn du mehr sehen willst. Und natürlich dann gerne auch mal im Livestream vorbeischauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag und haut rein.